Hallo, liebe Kanalmitglieder, ich grüße euch. Wenn irgendwas knirscht und knarscht, dann ist das diese über 35 Jahre alte US-Fliegerjacke. Das bitte ich zu entschuldigen. Echtes Leder und Lammfell. Ich lese weiter aus Urban Survival, Teil 4. Es kam das Jahr 2020. Was in diesem Jahr geschah, das wissen wir alle. Doch damit nicht genug des Guten, denn 2 Jahre später war Krieg. Oh nein, nicht bei uns, aber irgendwie fühlte es sich genauso an. Die Ausbreitung von Covid und der seit dem 24. Februar 2022 zwischen Russland und der Ukraine geführte Krieg zeigen uns auf sehr eindringliche Art und Weise, dass wir vor nichts sicher sind. Im Gegenteil. Covid und die Ukraine sind nur Vorboten. Alle Zeichen stehen auf Sturm. Und der nimmt gerade erst Anlauf. Befinden wir uns bald alle im Auge des Zyklons? Das Risiko eines weltweit ausgetragenen Konfliktes ist seit dem 24. Februar rasant gestiegen. Die Rede ist natürlich vom 24. Februar 2022. Doch nicht nur der Krieg sollte uns Sorgen machen. Schauen wir doch mal über unsere Landesgrenzen hinweg. Wegen schlechter Erträge und steigenden Auflagen kam es in den Niederlanden zu massiven Bauernprotesten. Es brodelt nun auch unter den deutschen Landwirten und die Frage ist, droht uns dasselbe Debakel wie den Holländern? In Ottawa, Kanada, legten aufgebrachte Trucker die Handelsroute zwischen Kanada und USA lahm. Einfach so. Es war eine Aktion, die Schockwellen durch Kanada sandte. War das nur der Beginn? In Frankreich warnten bereits im Mai 2021 hochrangige Offiziere eindringlich vor einem Bürgerkrieg. Offiziere der Fremdenlegion waren auch dabei. Sie schrieben diesbezüglich einen Brandbrief an Präsident Macron. Bürgerkrieg? In Frankreich? Utopie? Unterbrechung der Lesung. Ich habe dieses Buch hier vor einem Dreivierteljahr geschrieben. Noch wusste ich nicht, dass wir heute in Frankreich dem Bürgerkrieg sehr, sehr nahe sind. Es geht weiter. China droht Taiwan. Die Türkei, Griechenland. Sind es unverhohlene Kriegsdrohungen und wird es bei den Drohungen bleiben? Armenien und Aserbaidschan bekriegen sich gegenseitig. Wird es wieder eine Aufteilung Gut gegen Böse geben? Inmitten all dieser Tumulte, noch weit weg von uns, zerbrechen wir uns den Kopf über die Frage, was tatsächlich geschieht, wenn Russland den Gashahn definitiv und ein für allemal zudreht. Unter dem Strich ergäbe das in erster Linie auf Dauer unzufriedene Bürger. Viele Arbeitsplätze wären bedroht. Es gäbe weniger Geld im Portemonnaie. In der Praxis und im Alltag könnte das so aussehen, dass die Kühlschränke halb leer wären und die Buden richtig kalt. Das wäre in der Tat sozialer Sprengstoff. Zumal aber ließe es den Druck im brodelnden Kessel ansteigen. Die Aussicht auf einen Winter in kuschelig warmen 4 Wänden ist in weite Ferne gerückt. Um die drohende Gefahr ausgehend von heftigen Unruhen zu sehen, dafür brauchen wir keinen Feldstecher mehr. Sie ist da, ganz eindeutig. Steht der Terror, unser ungeliebter Freund, vielleicht schon unbemerkt vor unserer eigenen Haustür? Nun stellen sich uns zusätzlich noch einige Fragen, zum Beispiel diese. Wie können wir normalen Bürger mit Extremsituationen fertig werden? Wie schaffen wir es,
unser eigenes Überleben zu sichern? Wären wir in der Lage, in einem immer aggressiver werdenden Umfeld zu bestehen? Was sollen wir tun, wenn die Lichter definitiv ausgehen, damit unser Alltag nicht zur Hölle wird? Das vorliegende Buch befasst sich nicht nur mit diesen und vielen anderen Fragen, sondern es gibt auch Antworten darauf. Doch nicht nur das. Es wird unserer Fähigkeit, resilient zu sein, auf den Zahn fühlen und unsere wesentlichen Fähigkeiten und Gegenmaßnahmen dahingehend überprüfen und auch stärken. Vorhergenommenes Fazit: Die richtige Vorbereitung kann und wird überlebenswichtig sein. Der Autor. Survival im städtischen Raum. Vorteile, Mindset. Warum du Überlebenstraining in der Stadt jetzt lernen solltest. Antizipiere mit messerscharfem Verstand oder der einzig leichte Tag war gestern. Navy SEALs. Outdoor Bushcraft, insbesondere Real Survival in Pampa, Steppe, Dschungel und am nördlichen Polarkreis, das alles kann brutal sein. Outdoor Survival lügt dich nicht an. Es findet ein Kampf auf Augenhöhe statt, mag der Stärkere gewinnen. Diese Outdoor Real Survival Situation dauert einen Tag. Vielleicht zwei, höchstens aber drei. Danach bist du entweder tot oder man hat dich gerettet. Oder du hast dich selbst gerettet. Urban Survival aber kann viel brutaler sein. Warum? Weil es keinen Zeitfaktor gibt, an dem man sich halten oder an dem man sich orientieren kann. Das ist ein Dilemma. Auf jeden Fall aber ein psychologisches Drama. Du kannst nicht wissen, wie lange die Krise anhält. Niemand kann das. Ein Monat, zwei, sechs. Dein Überlebenskampf in der Stadt kann ebenfalls tödlich enden. Und nein, ich bin kein Schwarzmaler. Nur habe ich alle Farben gesehen. Der Kampf kann hart für dich werden. Vor allem dann, wenn du nicht darauf vorbereitet bist und die Zeichen an der Wand nicht lesen und nicht deuten kannst oder willst. Erzähl mal Schwester Luise oder Cousin Alfred was von Urban Survival oder davon, dass bald ein Blackout kommt, dass die Supermärkte und Tankstellen zu sind und kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Die tippen sich an die Stirn. Das tun sie auch deswegen schon, weil du ihre heile Welt durcheinander bringst. Alles hat doch seine Ordnung. Wer die stört, ist ein Querulant und ein Besserwisser, um keine anderen Worte dafür zu finden. Während du outdoor in den meisten Fällen gegen die Natur und ihre Tücken kämpfst, hast du es in Sachen Urban Survival hauptsächlich mit dem System und mit Menschen zu tun. Mit guten Menschen meist. Aber auch mit bösartigen Menschen. Mit neidischen Menschen. Mit hinterlistigen Menschen. Mit Menschen, die sich nehmen wollen, was dir gehört. Mit Menschen, die, bewusst oder unbewusst, Fehler machen. Machen sie bewusst Fehler, dann um einen Vorteil herauszuschinden. Es sind Wölfe. Ein Wolf ist immer dann am gefährlichsten, wenn er verwundet, gereizt, müde oder hungrig ist. Oder wenn er friert. Und genau so ist der Mensch. Bei letzterem kommt noch hinzu, dass er immer dann unberechenbar ist, wenn du ihm etwas nimmst, worauf er glaubt, ein Recht zu haben. Im Urban Survival Kampf gerätst du in den Strudel der systemischen und systematischen Abhängigkeiten. Du bist abhängig von Beziehungen, vom Handy, von Strom, vom Internet. Allein das Wort Internet demonstriert bereits in bescheidenem Maß unsere totale Abhängigkeit von gewissen sensiblen Infrastrukturen.
Das Netz dominiert unser Leben von A bis Z. Du bist abhängig von deinem Auto oder von öffentlichen Verkehrsmitteln. Du bist abhängig von der Bürokratie, von Entscheidungen der Entscheider, vom Gas. Du bist es gewohnt, dass Metzger, Bäcker, Aldi und Co. offen haben. Du brauchst Cash. Wenn das System zusammenbricht und wegen Energie- und Nahrungsmittelengpässen Notzeiten entstehen, dann entsteht Chaos. Nur will keiner daran glauben. Unter den Wölfen, und derer gibt es nicht wenige, gedeiht dann das, was ich kriminelle Energie nenne. Dich hier und jetzt im Chaos zu behaupten, dich sauber aus dem Strudel herauszukämpfen, das erfordert maximale Aufmerksamkeit. Es erfordert eine gute Planung und Wissen, aber nicht nur. Zum Überleben gehört ein gesunder Geist. Um es zu schaffen, brauchst du einen Körper, der hart im Nehmen ist. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass der gestählte Körper mehr noch als der prall gefüllte Geldbeutel das Zünglein an der Waage sein wird, wenn unter dem Strich abgezählt wird. Zumindest dann, wenn das eintritt, was ich befürchte. Blickst du in die Zukunft, so überkommt dich möglicherweise Angst. Deine Unsicherheit ist groß. Du weißt nicht, was du tun sollst. Und wieder diese Fragen. Kann mein mageres Einkommen meine Familie und mich über die Zeiten tragen? Wird der zu erwartende Sturm an mir vorüberziehen oder macht er genau vor meine Tür Halt? Bleibt meine Wohnung tatsächlich kalt? Werde ich bestehen, wenn uns allen alles um die Ohren fliegt, wenn kein Sprit mehr aus der Zapfsäule kommt, wenn Supermärkte nur einmal am Tag für 3 Stunden öffnen, wenn kein oder nur wenig Wasser fließt, wenn zwielichtige Gestalten das Gewaltmonopol unserer Sicherheitskräfte außer Kraft setzen, es an sich reißen? Ich sage dir hier und jetzt, magst ruhig sein, Bruder. Wir schaffen das.